Au, warte, bin ich ein übler Junge. Ja, ja, kannst deinen drauf lassen. Wir wollen hier keine Scheiße hören, klar? Nur das nicht. Verdammt, richtig. Wir wollen keine Scheiße hören. Hat das jeder verstanden? Und wir lassen uns auch keine Scheiße gefallen. Noch niemals haben wir uns irgendwelche Scheiße gefallen lassen. Verdammt, richtig. Los, sag jetzt keine Scheiße. Keine Scheiße. Immer noch recht. Keine Scheiße. Keine Scheiße. Jetzt du nochmal. Wir wollen hier keine Scheiße hören. Scheiße. Keine Scheiße, Männer. Ja. Willkommen zurück, meine lieben Let's Play-Freunde. Hier spielt wieder Undertaker. Oder besser gesagt, wir spielen gemeinsam Hard West. Eine neue Episode, ein neuer Teil. Gehen wir auf Checkpoint laden. Und schauen wir mal, wo wir aufgehört haben zu spielen. So, gleich weiter hier auf Spielen. Zack, zack. Hier nicht unnötig die Zeit verscheißen, hätte ich fast gesagt. So, belagere das Gehöft, erledige alle Banditen in der mexikanischen Stadt. Und wir haben uns hergestellt aufs Gehöft, ja, dann wollen wir da auch mal reingehen. Aus der Ferne konntest du bewaffnete Banditen in deinem Zuhause sehen. Du gingst zum Angriff über, du schlichst dich durch den Fluchttunnel rein oder du warst noch nicht ganz drauf vorbereitet. Okay, ja, machen wir das mit dem Fluchttunnel. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns entschieden haben, ob wir den Fluchttunnel gebaut haben oder nicht. Weil wir auch gesagt haben, so ein Fluchttunnel muss ja auch eine dementsprechende Länge haben. Aber sei es drum. Sagen wir haben ihn bauen lassen und nehmen jetzt den Fluchttunnel. So, was haben wir da? Okay, so wie es aussieht, können wir ausrüsten. Zum einen die Florence und zum anderen Mr. I can't believe it, Warren. Fangen wir mal mit ihr an und schauen wir mal, was wir hier an Waffen haben, zum Beispiel. Abgesägte Cobra, Schaden 6, das ist schon mal sehr gut. Repetiergewehr. So, jetzt nehmen wir mal die hier, die hat Schaden 5, die hat auch Schaden 5. Schön wäre natürlich, wenn wir hier zwei Waffen hätten mit Schaden 6. Schauen wir nochmal durch. Vielleicht habe ich irgendetwas übersehen. Abgesägte Cobra. Nee, habe ich nicht. So, was haben wir hier? Elixier der Gewandtheit nach schwärzlicher, dickflüssiger Trank mit furchtbarem Nachgeschmack. Verbessert die Verteidigung. Regeneriert Glück über Zeit. Gewährt für kurze Zeit überragendes Zielen. Das nehmen wir. Das hört sich ziemlich interessant an. Verbessert Zielen. Das nehmen wir auch. Was haben wir hier? Ausrüstung. Stabiles Schuhwerk zweimal. Plus 4 Bewegung und plus 10 Zielen. Wir nehmen das Zielen bei der Florenz. So, was haben wir hier Schönes? Schaden 4, das können wir so nicht stehen lassen. Den geben wir die abgesägte Cobra mit Schaden 6, was ich mich erinnern kann. Ja, genau. Und hier herum haben wir Schaden 4, da haben wir sicherlich was Besseres, so wie diesen Marine-Revolver. Bam! So, was haben wir hier noch Hübsches? Getrocknete Heilkräuter, gewährt Heilung über Zeit. Okay, gut, weil den werden wir doch mehr in die Richtung so, dann gehen wir eben das hier und hier haben wir fast wie neu, hier und da mit wenig Blutbefleck, schützt vor verkrüppelten Verletzungen. Nee, das möchte ich nicht, ich hätte hier gerne stabiles Schuhwerk plus 4 Bewegung. So,
Kartenmenü öffnen. Die 2 hat er. Plus 10 Glück. Plus 5 Zielen. Pass mal auf, die hier gehen wir der Lady. Die gehen wir ihm. Die gehen wir auch der Lady. Wurscht, was sie macht. Plus 2 Verteidigung ist gar nicht mal so schlecht. Und die gehen wir auch der Lady. So. Jo, keine Ahnung. Mit den Karten kenne ich mich selbst noch nicht so aus. Das lassen wir alles auf uns zukommen. Mit einem Wort Learning by Doing. So. So schauen wir nicht so schlecht aus. Gehen wir mal weiter zum Kampf. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Ah, pfui Teufel! Echt ekelhaft, oder? Aber es musste jetzt sein. Ich hätte auch das Mikrofon abdrehen können. Wenn ich nicht vergesse, dann schneide ich es raus. Okay? So, schon vergessen. Fight for your own and take back what was yours. The tunnel you used was mighty useful and led you all the way into the house. So, ist natürlich total super. Hier brennt alles. Schöner Schaden. Oh. oh Gott, meine Güte. Töte alle Eindringlinge. Die sind so witzig. Ich sehe ja nicht einmal einen. Komm hoch, du feiger Hund, worauf wartest du? Ich sehe ja nicht einmal einen. Ich habe auch keine Ahnung, von wo die kommen. Ich kann nur sehen, dass hier alles brennt, lichterloh. Und damit hier mal was weitergeht, sage ich Runde beenden. Ha! Okay. Stöhn. Ha, was macht er da? Schweindi. Stöhnen. Warum stöhnst du da? So, scheinbar sind wir wieder dran und scheinbar haben wir hier einen von den Bösewichten. Und scheinbar ist hier einer von den Bösewichten. Jetzt drehen wir mal die Kamera, ich möchte die Typen sehen. Wow, ist das aber lustig. So, pass mal auf. Wir gehen da jetzt dann... ...mit ihm daher. Nehmen uns da diesen Dreier und den brennen wir eine auf. Warum hat der Marine-Revolver jetzt nur Schaden 2? Weil wir in der halben Deckung sind, okay. Ich bräuchte aber irgendwas mit Schaden 3. Habe ich aber nicht. Das ist natürlich ein Jammer. Ich bin nämlich der Meinung, dass dieser Typ jetzt überleben wird. Damit müssen wir wieder leben. Können wir da irgendwas machen? What? Tja. Mit denen haben wir ja gerechnet. So, die Lady stellen wir mal hierher. Da sind auch 3 herinnen. Und der eine hat Schaden 5 und den nehmen wir gleich und den boosten wir jetzt weg. Fertig. Bats, aber daneben, oder was war da jetzt bitte?
Also die zwei, die gingen mir da aber mächtig auf den Socken. Was ist mit ihm bitte? Wo kommt der her? Aus dem Urlaub oder was? Okay, gut. Sei es drum. Das mach, bin ich dann oder bin ich dann nicht? Das darf ja nicht wahr sein. Ich bin dann, auf gut Deutsch. Wenn du nicht so fett wärst, wäre das nicht passiert. Naja, okay. Gehen wir es nochmal an von vorne. Neues Spiel, neues Glück. USW, 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 USW. The tunnel you used was mighty useful and led you all the way into the house. Okay, Gegner wurden alarmiert und bla 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 und hin und her. Ich mach's nochmal, genau so wie wir vorher begonnen haben. Gleich mal Runde beenden, dass wir mal die Herrschaften hier wahrnehmen und sehen können. Ja, die Problematik ist ja an und für sich lediglich diejenige welche. Pass mal auf. So, jetzt machen wir das nämlich ganz anders. Jetzt gehen wir nämlich her. Putz! Der eine ist immer weg. Und... Putz! So, und der zweite ist weg. Da ist der Urlauber wieder. Hey! Der ist aber gut, Alter. Aber bitte, was ist mit dem? Ist das ein Sniper oder was? Hui! Alles klar, also kann man da irgendwas mit getrocknete Heilkräuter? Also mit ihm haben wir jetzt wirklich hier nur die Möglichkeit, dass wir uns einmal quasi in Deckung bringen. Nein! Nein! Oh nein! Also das mit diesem Dunstkreis, das geht mir wirklich schwer auf den Socken. In dem Moment sehe ich es noch, nein, geklickt. Okay, auf ein neues. Take back what was yours. The tunnel you used was mighty useful and led you all the way into the house.
Super, der lebt noch. Ist das toll, daneben geschossen. Wunderbar. Na, wenigstens haut er ab und schießt aber durchs Fenster. Daneben, Glück gehabt, minus 53%. Jetzt kommt der Sniper. Glück gehabt, minus 48, auch daneben. Trottel, ich schieß noch. Was ist los mit mir? Eindringling wurde getötet, einer weniger. Das wird uns überhaupt nichts nutzen. Minus 2. Daneben. So, wir sind wieder dran. Scheinbar sind die anderen nicht so gut in Schussposition. So, was ist jetzt mit den einen? 49 Schaden 2 und was mit der Waffe? 34 Schaden 2. 49. Fuck, daneben. Alter, das darf doch nicht wahr sein, bitte. So. Na Gott sei Dank, bitte. Der eine ist einmal weg. Nummer 2. Und wir sind wieder dran. So. Was machen wir? Wir sind dran mit dem Warren. So, Eindringling, Trefferchance 100%, Schaden 1, Schaden 2, 100%. Was sollen wir machen? So. Da herüben ist noch einer. Unser Gegner meint, Nacht, Schatten können nicht erspäht werden. Niemand ist durch Sonnenlicht geschützt. Okay, ja, super, danke. Du, so, jetzt drehen wir uns mal hier in eine verhältnismäßig schöne Perspektive. Stell mal den Cowboy hierher.
Aber der Kabel, der steht hier herinnen. So, mit der besten. Achso, fuck. Stell mal den daher. Na, schau da uns an. Sag, könntest du dich bitte irgendwie hier zum Erkennen geben? Nein, schade. So. Munition ist alle nachladen, okay. Ah, ja, natürlich, klick zweimal drauf. What you didn't know at the time was that those hired thugs worked for the railroad. The corrupt local government deeded them your property, claiming the right of eminent domain, making the house you were defending no longer yours. Every man you killed raised the reward on your head a little higher, because now you were a wanted man, an outlaw. Denn jetzt warst du ein Gesuchter, ein Gesetzloser. Haha, sie werden dich scharanappen. So, na ja, dann ist eh schon wurscht. Dann rüber hier. So, da. Noch zwei Abschieß. Nur, wo sind die? So, Zug des Gegners. Jetzt haben wir gesehen, dass sich der eine hier irgendwo... ...verstecken dürfte. Der dürfte oben sein, der Bursche. Super. Okay, also wenn man da einen Stock raufkommt, das muss ich mir erst noch genauer anschauen. Moment. Werden wir gleich haben. So, einen Gegner haben wir noch, nur wo ist der?
Hallo, Mr. Gegner. Ich mach mal Runde beenden. Na, sehr lustig. Okay, ich musste mal nachladen. Das ist natürlich super, wenn man sich mitten von Feind hinstellt, wie ein Projektilmagnet. Und dann hat man einen leeren Colt. Das ist natürlich besonders witzig. Also meine Herrschaften, eine Runde nachladen. Silenced. The truth of your situation finally hit home. You had to run. Ja bitte, Szenario abgeschlossen. Ich denke, wir sind jetzt beim ersten Mal durch. Schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Achso, verlassen. Gut. Hey, Schaukelstuhl-Szenario und so weiter und so fort. Da hinten unser Pferd. Unsere Axt. Unser Kübel. Unsere leeren Weinflaschen. Alles unser. Und brennender Friedhof im Hintergrund. Was für ein Szenario. Gut, gehen wir weiter auf Kampagne. 100%. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und so gut wie tot. Bla 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 bla. Verwandelt dich so in die Verkörperung der Rache. Hm, okay, ja, passt. Und wir haben wieder mal die Möglichkeit, dass wir hier auswählen. Diesmal klicke ich aber hier bei Gameplay Mods. Aha. Alle Karten, keine Reaktionsschüsse, gegnerische Fähigkeiten, voller Schaden in Deckung, Express Vernarbung, Tote bringen Glück, Glücksregeneration, unbekannte Gesundheit, allfällige Gruppenschicksalskarten. Okay. Nehmen aber nichts. Und wir bleiben bei den Einstellungen, so wie wir es gewohnt waren.
You lost everything, became an outlaw on the run. But you still had Florence, the love of your life. You were drifting through settlements, evading the law, gambling. You did well enough, but whenever you won, someone had to lose. And if there was something the masked man truly would not stand, it was losing. Then, out of thin air, a gentleman appeared, offering to resolve your predicament in return for your soul. Unaware of the gravity of your situation, you told him to go to hell, just as they surrounded the saloon. Du warst umzingelt, ohne Fluchtweg, du warst so gut wie tot. Das sind immer so Prognosen, so wie die Prognose, dass wir, was weiß ich, 2024 auf dem Mars landen. Ich meine, wir sind noch nicht mal auf dem Mond gewesen und dann sollen wir auf dem Mars, also bitte. Gut, okay, wir klicken wieder mal hier spielen, linke Maustaste, los geht's. Every way out was barred or blocked. Enemies positioned themselves outside the windows. You were as good as dead. Zeit zu sterben. Nimm so viele von ihnen mit, wie du kannst. Okay, wir sind hier in einem Saloon. Alles klar! Pussis, Pussis, Pussis! Allein spazieren, Pussi-Freunde! Im Titty-Twister gibt's Pussis, dass euch die Augen übergehen! Die beste Auswahl an Pussis jenseits des Ural! Pussis im Sonderangebot! Wir haben weiße Pussis, schwarze Pussis, spanische Pussis, gelbe Pussis, wir haben weiße Pussis, kalte Pussis, nasse Pussis! Wir haben stinkende Pussis, haarige Pussis, blutige Pussis, bissige Pussis! Wir haben Seidenpussis, Sandpussis, Nylonpussis, sogar Pferdepussis, Hundepussis! Hühnerpussis, kommt schon, ihr wollt Pussi, kommt ihr Pussi, Freunde! Was immer ihr wollt, wir haben es für euch, hereinspaziert Pussi, Freunde! Na, sehr toll. Bleeding out on the floor, helpless to protect Florence, you felt your life ebbing away. Ja, was soll ich machen? Dann wird sie weiter spielen müssen, ganz alleine. Ist eben so. Baff, sie hat dich gerecht, Warren. Na, sehr super. Gibt es da irgendwo einen Schlüssel? Ich wäre nämlich wirklich drauf und dran, den Salon hier zu verlassen. Aber ich sage ja nichts.
Positionswechsel. Was ist jetzt denn da mit der Gnädigsten? Na, hoffentlich war das nicht die falsche Entscheidung, nur irgendwie kann man da ohne dies schwer raus. Scheint mir. You gave your last breath. But on that breath, you pledged to him. You gave your soul for a shot at revenge. Trapped betwixt life and death, you now belonged to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. Töte jeden in der Stadt. Sende über den Telegrafen einen Notruf, um mehr Gegner herbeizuholen, optional. Albtraum. Schatten können nicht erspäht werden. Auf Schatten basierende Fähigkeiten sind noch mächtiger. Meide Gegner, Vorbereitung, was? Meide Gegner, einmal misstrauisch geworden, greifen sie irgendwann an, überwältige sie, um die Reaktion zu verzögern. Das ist ja lustig. Nightmare, oder was? Da ist der Sheriff. Saloon, da sehen wir schon welche. Pass mal auf, ich stelle ihn einmal hierher. Dass ich mal was mache. Was soll das? Bitte, Leute, ich bin ein Zombie, ich bin unsterblich. Hallo, nur mit hier Silberkugeln, Silberprojektilen. Every way out was barred or blocked. Enemies positioned themselves outside the windows. You were as good as dead. Na lol, jetzt kann ich das nochmal machen hier mit die Humpty Dumpty. Oh, das hätte ich mir trotzdem gerne erspart.
Aber scheinbar kann ich mir das nicht ersparen. Okay Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe wirklich den... Ich bin da wirklich der Meinung, dass wir hier... Florence was dying. Her eyes growing glassy, as her soul slipped away. Wir sind diejenigen, die schwer daneben schießen. Nimm so viele von ihnen mit, wie du kannst. Ja, wenn ich näher hingehe. You gave your last breath. But on that breath, you pledged to him. You gave your soul for a shot at revenge. Trapped betwixt life and death, you now belonged to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. Töte jeden in der Stadt. Das ist ein Auftrag. Okay, da sind wir uns, glaube ich, alle miteinander einig. Und hier steht aber, meide Gegner, einmal misstrauisch geworden, greifen sie irgendwann an, überwältige sie, um die Reaktion zu verzögern. Also, ich soll die Gegner meiden.
Okay, dann machen wir es halt bisschen langsamer. Das kann ja nicht schaden. Da zum Beispiel haben wir so einen Fatzke. Wie kommen wir zu denen jetzt am besten hin? Indem wir da rundherum stiefeln, oder was? Toll, da ist ein Zaun. Da hätte man einen Hinterausgang, da könnte man rein. Schauen wir mal. Nur dann sind wir beim Sheriff drinnen. Naja, das bringt uns gar nichts. Ich sehe da den Sinn, ehrlich gesagt, von diesen Überwältigen noch nicht so richtig. Ich meine, das ist ja super toll, nur wenn man nicht weiß, von wo die Gegner überall kommen, dann ist es am besten, wenn man... Wenn man dem Typen voll eine aufbrennt. Fertig, was soll's, weg mit ihm. Brack, wie kann man da daneben schießen? Wie kann man hier daneben schießen? Ehrlich bitte. Der braucht quasi nur den Arm auszustrecken. Und der fährt ihm mit dem Finger ins Auge. Na als dann.
daneben. Du solltest echt mehr Zielwasser trinken hier. So, jetzt wissen wir, wo der Typ ist. Und da ist noch einer. Ja. Na ja, Gott sei Dank. So, Nummer 2. Querschläger, wie narrisch. So, da hinten haben wir die zwei Gegner noch. Wie wir die schnappen, weiß ich auch noch nicht ganz. Aber jetzt schnappen wir erstmal den hier. Okay, wir müssen hier mal nachladen. Das ist einmal... 3 Patronen hat er nur nachgeladen. Eine von 2. Schaden 1. Bats! Aber den hat er. Also mich würde interessieren, wie viele Typen hier noch in der Stadt herumlungern. Ui, ich glaube nämlich nicht, dass es mit den 3 getan ist. Vier sind es mittlerweile. Nein! Fuck. Na, das war's jetzt. So, was machen wir? Wie kommen wir da jetzt dann irgendwo her? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, bitte.
Jetzt bin ich wieder durch diesen Dunstkreis gelaufen. Every way out was barred or blocked. Enemies positioned themselves outside the windows. You were as good as dead. Pass auf, schau, wir entrinnen sowieso nicht den Tod, also stelle ich die hier in die Auslage. In der Hoffnung, es möge uns ein schneller Tod ereilen. Aber bitte nicht. Aber bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht in einen Dunstkreis rein. So. Quasi zum Abschlachten freigegeben. Florence was dying, her eyes growing glassy as her soul slipped away. Ja, ich weiß nicht, warum dich das verwundert. Schau, tun wir so, wie wenn wir uns hier wehren. You gave your last breath. But on that breath, you pledged to him. You gave your soul for a shot at revenge. Ja, ich bin überzeugt davon. Trapped betwixt life and death, you now belonged to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. Ja, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, da gibt's Leute, die spielen das nachts um 3 kannst du es da wecken. So, jetzt ist aber guter Rat teuer, oder? Finde ich persönlich. Was mache ich jetzt denn bitte? Wenn ich mich mit die Anleg da erinnere, bin ich Moos. Ist sowieso klar.
Und so wie es ausschaut, ist da herüben noch einer, und zwar im ersten Stock. So. Ich bin jetzt sicher mausetot. Nö, ich lebe noch. So, jetzt bin ich aber gespannt. Entweder die Rechnung geht auf, oder heute ist nicht mein Tag. So einfach ist es, Leute. So. Frage ist, bringt uns das was, wenn wir da jetzt dann hergehen und wie ein Wüterich herum? Ne, jetzt räumen wir mal den weg. Das schaut ja gar nicht mal so schlecht aus, möchte man meinen. Aber wir werden jetzt dann nicht anfangen, übermütig zu werden, sondern machen das alles mit Bedacht. Und nützen lieber den einen Stern hier zum Nachladen. Na nein, sag bitte, ich habe jetzt nicht getroffen. Das hätte ich mit einer anderen Waffe auch zusammengebracht.
Interessant wäre natürlich, wenn ich wissen würde, wie viele Gegner hier überhaupt noch herumstolzieren. Ich mache jetzt Folgendes. Zuerst mal nachladen. Und nachher schauen wir, ob wir da draußen jemanden eine aufbrennen können. Das sind alles... Einer noch am Leben, das wollte ich hören. Aber ich kann hier nicht... Ich muss leider so weitermachen. Was heißt, ich muss leider so weitermachen? Ich mache so weiter. Weil mittlerweile habe ich das Spiel schon, ich weiß nicht, 3 oder 4 Mal angespielt. Die Karte hier und... Ich würde es gern fertig haben. Und nachdem er sich hier aus seiner Deckung nicht raustraut, ich würde schon vorlaufen, aber mir ist es einfach zu wenig. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde mich mal hierher posaunen. In der Hoffnung. In der Hoffnung, dass ich ihn jetzt habe. Waffe wechseln. Daneben. Macht nichts. Glück gehabt, Junge. Das gilt für uns auch. So, also, jetzt sollten wir es aber. Every living soul there was dead. But you? You were just getting started. Halleluja, kann man da nur sagen. Auftrag abgeschlossen. Jetzt haben wir die Map einmal hinter uns. So, wie geht's weiter? Du würdest Rache am Maskierten nehmen, aber erst musste er die Tiefe deiner Wut kennenlernen. Die Tiefe deiner Wut kennenlernen. Ja, schauen wir mal. Gesucht. The stranger somehow stopped you halfway to death after that fateful night. The news spread quickly. Masked man, your nemesis, went into hiding. So, da, da. Erstens einmal gibt es hier ein Wanted Schild. Pass auf, ich mach mal hier ein... Na? Hallo? Ein Screenshot wollte ich sagen, wird aber keiner. Was ist da los? Dieser hier? Ah, okay. Mir geht es hier um dieses Gesuchtschild. 5000 Belohnung wegen Mordes an 7 Personen und Sachschäden in Höhe von 5000. Da sieht man mal wieder, dass es hier wirklich nur um Sachschäden geht, ja. 5000 Sachschäden, 5000 Belohnung, 7 Personen, egal. So, nach dem Kampf, der Fremde kam wieder auf dich zu. Er sagte, er kenne den Aufenthaltsort des Maskierten, aber ihn dir zu verraten, würde den Sportgeist der Jagd verletzen. Ja, ich glaube, dass du der Maskierte bist, aber ich sage nichts. Dir macht es nicht viel aus, du wusstest, er würde dich finden, wenn du... ihm genug schadest. Fortsetzen. Dann machte der Fremde einen unheilvollen Vorschlag. Er sagte, wenn du 100 Leben nimmst, würde er dich reich belohnen.
So, da herum haben wir jetzt eine neue Einblendung. Verwüste Besitz des Markierten im Wert von $65,000. Töte für eine infernalische Belohnung 100 Leute. Optional. So, fortsetzen. Ort wurde verfügbar, Schnapsfabrik. Der Fremde fragt, ob dir schon Feinde deines Feindes begegnet seien. Meinte, er habe von einem alten Mann namens Murray gehört. Anscheinend betrieb er die Schnapsfabrik und hatte den Maskierten irgendwie verärgert. Ihn zu finden konnte dich deinem Ziel näher bringen. Okay. Sodala, jetzt sind wir wieder auf der Karte und hier ist einiges los. Allerdings schaut mir das so aus, wie wenn es eine andere Karte wäre. Schicksalshändler haben wir hier. Was haben wir hier? Waffengeschäft, Schnapsfabrik, Elixierhändler. Da stehen wir, das ist jetzt momentan nicht beschrieben, da haben wir noch ein Indianerlager. War es das schon oder finden wir noch was anderes? Wisst, ich denke mal, wenn wir jetzt schon in so eine Schnapsfabrik einen Zugang haben, wo wir sicherlich reingehen, würde mich dann interessieren, ob wir uns dann, ich sag mal, Molotow-Cocktail oder so bauen könnten. Das würde die Sache mit den 100 Leuten doch etwas beschleunigen. Ja. Was haben wir denn hier Neues? Charakterübersicht. Eieiei. Und, komme ich da rein oder muss ich da vorher erst ein Liedchen singen? Liedchen brauche ich keine singen, aber es dauert ein bisschen länger. Jo. Wie gesagt, also eine Molotow-Cocktail oder dergleichen, das würde die Sache dann doch etwas beschleunigen. Was haben wir hier? Plus 2 Verteidigung. Plus 2 Verteidigung. 1 GP. Da haben wir aktiv und passiv. Also bei den Karten sollte ich mich doch vielleicht einmal reinlesen. Vielleicht finde ich doch irgendwo ein Handbuch oder so. Oder I don't know. Eine Anleitung. Ich habe auf jeden Fall vor, dass ich das Let's Play hier beende, diesen Part. Ich bin jetzt ein paar Mal angelaufen und hat etwas gedauert, dass wir den vorigen Bildschirm hinter uns gebracht haben. Das soll uns aber nicht erschüttern. Escape. Spiel pausieren, beenden und zum Menü. Das soll uns aber nicht erschüttern. Im nächsten geht es weiter, dann schauen wir uns alles in Ruhe an und lassen es wieder mal voll krachen. Ich hoffe, diesmal oder es kommt mal ein bisschen anders als wie jetzt. Danke fürs Zusehen, Leute. Habt eine schöne Zeit. Tschüss, ciao und baba.